Servus, liebe Leute. Vor lauter englischen Videos, was laufe ich vor lauter, ist ja erst eins hochgekommen oder zwei, drei, vier, fünf, keine Ahnung. Natürlich gibt es auch noch deutsche Videos. Keine Sorge, hat mich jemand gefragt. Keine Angst, es gibt natürlich ein deutsches und ein englisches Video. Ein deutsches von mir, ein englisches von meinem Bruder. Natürlich echter Bruder, nicht nur Kumpel, sondern Bruder, wirklich. Keine Angst. Und ich finde, er macht's auch recht gut. Und warum denn nicht? Könnt ihr euch geben? Weil auf Dauer zwei Videos von mir, ich weiß nicht, ob das so gut gewesen wäre. Vielleicht, ja, weiß nicht. Und das wäre auch zeitlich ein bisschen tough geworden. Mache ich jetzt täglich einfach nur ein Video und mein Bruder eins, dann passt die Sache. Und ihr seht es in deutscher Sicht, englischer Sicht und habt noch zwei unterschiedliche Optionen anzuschauen. Falls ihr vielleicht mich nicht mögt oder mein Bruder nicht mögt, dann schaut ihr immer nur einen an. Am besten mögt ihr natürlich beide und ihr schaut einfach beides gerne an. Das würde mich natürlich am meisten freuen, aber gebt uns beiden auf jeden Fall eine Chance. Falls ihr jetzt vom Englischen kommt und Deutsch versuchen wollt, so ein bisschen besser zu verstehen, dann herzlich willkommen. Und falls jetzt ihr von meiner Gruppe kommt, also vom Deutschen her, dann versucht doch mal, die englischen Videos mal anzugucken. Ihr braucht sicherlich Englisch in euren Videos. In euren Videos, in eurer Schule. Pascal, Servus. Und da sind die englischen Videos echt, echt gut, muss ich sagen. Ich habe mir auch schon überlegt, selber auf Englisch zu machen, nur mein Englisch ist halt nicht so gut wie das von meinem Bruder. Ganz einfach. Und deshalb haben wir die Option überlegt. Und ja, wenn es ankommt, machen wir es natürlich so weiter. Wenn nicht, dann überlegen wir uns was anderes. Aber ich denke, das ist natürlich die perfekte Lösung, dass täglich zwei Videos kommen und so habt ihr Abwechslung. Das erstmal vorneweg. Jetzt habe ich erstmal 2 Minuten drumherum gelabert, um was es überhaupt geht. Heute geht es erstmal um die Doppel-Prinz-Taktik. Die ist bestimmt episch oder auch nicht, keine Ahnung. Ich mach mal ein Battle, ein, zwei Stück im Clan. Und wir schauen, ob die doppelte Prinz-Taktik irgendwas taugt oder ob sie komplett den Hasen geben kann. Hoffentlich nicht. Hey, das würde ich auch gern sehen, wie mein Bruder sowas umschreibt, so, das kannst du der Hase geben. You can give it to the rabbits. Irgendwie so, keine Ahnung, gibt es bestimmt einen anderen Ausdruck für. Ist ja im Englischen immer so eigentlich. Warum habe ich denn den Magier und den Eismagier dabei? Kiff ich denn? Aber den Knight, das ist so ziemlich meine Lieblingstruppe, obwohl. Weiß nicht. Mage. Wir wollen nicht so viel pushen über die Seite. Wir setzen aber noch die Archers. Jetzt kommen wir gleich von der anderen Seite mit den ganzen. Kommen wir doch nicht. Kommen wir doch nicht. Umbauaktion. Wir müssen erstmal den Packer aus Gefecht setzen. Shit. Und jetzt schlagt er zum Glück noch auf unseren Knight drauf. Das ist schon mal gut. Er hält 3 Hits aus. Das ist perfekt. Vielleicht noch ein Ticken leise. Weiß nicht. Das mit der Lautstärke regulieren. Das muss ich auch noch ein bisschen üben. Ja, die eine Taktik online, die fahre ich überragend gut. Die gefällt mir auch richtig, bockt sich auch richtig zu spielen. Das ist das Wichtigste. Macht einfach die Taktik, die euch am meisten Spaß macht und lasst euch da nicht reinreden. Nimmt einfach das, was euch am meisten Bock bereitet. Ist doch scheißegal, wie viele Pokale ihr letztendlich habt. Ich fahre auch immer die Taktik, die mir am meisten Spaß macht. Und Opponent left the match. Shit, warum denn? Jetzt wollte ich gerade demonstrieren, wie das geht. Ich glaube, Verbindung weg. Udo, nimmst du mir nicht übel, wenn ich dich jetzt zu 3 Sterne besiege, aber ich will hier so schnell wie möglich. Ah, gut, er ist wieder da. Ja, ich konnte nichts machen. Ich habe es laufen gelassen. Udo, falls du das siehst, tut mir echt leid, aber ich konnte nichts machen. Lass dich auch ein bisschen aufholen, warte. Soll ich dir eine Tower schenken? Weiß nicht. Tower schenken, wo kommen wir denn da hin? Schenken gefällt mir allgemein nie so. Schenken tue ich aber bei so Spiele ungern was. Außer an meine Abonnenten, aber halt gegen bei Kämpfe eher nicht. Weil das bringt ja niemanden was. Wir pushen jetzt mal mit den zwei Prinzen über die eine Lane, wie man es nennt. Bei, wie heißt das Spiel? LOL. League of Legends. Pusht man einfach eine Lane rüber und da haben wir jetzt schon den Tower ergattert. Nicht schlechter Push. Also die Prinzentaktik könnte ich mir echt vorstellen. Die mal öfters zu fahren, keine Ahnung, find's echt nicht schlecht. Und hier hauen wir mal einen kranken Feuerball rein. Fireball! Wir pushen gleich nochmal über links mit der doppelten Prinz-Combo. Prinz und der nächste Prinz. Wir ignorieren seinen Packer jetzt einfach mal, weil wir wollen den 3-0-Sieg. Und so sollte das eigentlich auch easy drin sein.
Scheiß auf den Pekka und dann hat er 7 Elixier verschwendet. Aber er muss riskieren, also good game. War ein gutes Spiel, die Prinz-Taktik ist auf jeden Fall nicht schlecht. Weiß gerade nicht, was man da noch verbessern könnte, auf jeden Fall noch was. Ja, bin gespannt. Schauen wir mal, ob wir noch einen Gegner finden, der jetzt Bock hat, gegen uns zu spielen. Trainer Max? Hä, wo habe ich das geschrieben? Ja gut, achso, in dem Ding, okay. Ich könnte noch das online probieren, aber wartet, könnte man da noch irgendwas optimieren? Was gefällt mir da nicht so? Direkt zum Deffen zu gehen, Schweinereiter ist halt ein bisschen makaber. Für den Magier raus, für die Barbaren. So, Magier für Barbaren raus. Und so gefällt es mir doch schon besser, muss ich sagen. So gefällt es mir doch schon besser. Oder statt den Barbaren die Skeleton Army? Ach, keine Ahnung. Wir probieren auf jeden Fall jetzt mal einen Online-Fight. Das ist mir jetzt ein bisschen zu leidig geworden. Episch? Nein. Vielleicht reißen wir jetzt was da. Schaue ich, ob ich erst eine Goldruhe kriege. Haben ja schon 22:23. Da kann man das mal nachgucken. Schauen wir mal, ob die Taktik jetzt auch wirklich was drauf hat oder ob ich hier nur Scheiße laber und meine, die Taktik hat übel was drauf und kann in Wirklichkeit gar nichts. Ich verarsche euch natürlich nicht. Und jetzt pushen wir gleich mal richtig krass. Ich weiß, er hat nicht viel Elixier zum Abwehren. Das muss euch jetzt klar sein in dem Moment jetzt. Das müsst ihr eigentlich immer wissen, dass der Gegner dann nicht viel Elixier hat, wenn er so einen Elixiersammler setzt. Das geht gar nicht. Er kann dann gar nicht so viel Elixier haben. Boah, das war mal dumm. Der Fireball hat sich ja echt rentiert, ey. Sorry für den Fireball, da kühe ich echt. Puh. Das war ein trauriger Fireball. Traurigster Fireball I've ever seen so far, Pascal. Ich komme auch ins Englische, ihr merkt. Ja, aber, war bitter. War einfach bitter. Ich habe irgendwie gedacht, wir können den Tower jetzt locker wegholen. Irgendwie ja nicht, schade drum. Er setzt einen zweiten. Das schreit nach einem Prinz-Push. Er wird jetzt, keine Ahnung, ist das 6 Elixier vielleicht haben? Probieren wir es doch einfach mal mit dem Prinz-Push. Scheiß drauf, was kann denn groß schief gehen? Doppelter Prinz-Push. Und ein Prinz geht auf den Tower. Nein, geht er nicht. Das ist das Problem an dem Prinzen-Push. Wenn mal was kaputt ist, ist es echt schnell vorbei. Mit allem. Und er macht den Konter-Prinz-Push. Und dann sieht es natürlich ein bisschen übel aus. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen kontern. Wenn der Prinz down ist, setzen wir hier den Knight vor. Komm, Knight. Ach, scheiße, der Eismagier ist so behindert gut. Ich weiß ja nicht, was machen wir? Das wird tough gegen den Gegner. Ich weiß nicht, die Taktik hat mich bisher noch nicht so überzeugt. Pushen wir über die linke Seite, komm. Wieso denn nicht? Mit Bogenschützen hinterher gepflanzt. Vielleicht wird's aber... Ach Gott, ist das eine Taktik von mir. Junge, Junge. Seine Prinzen sind auch alle tausendmal höher. Das ist das nächste Problem, was ich hier an der Taktik sehe. Dass wir die Karten einfach noch gar nicht mal so hoch haben. Das ist auch das größte Problem. Hat er einfach Baby Dragon Level 4. Ach komm. Da braucht man sich auch nicht wundern, wenn man dann nicht sowas verliert gegen so einen Gegner. Ich fahre dann einfach meine berüchtigte Taktik, die mit den drei Musketieren. Jetzt lassen wir ihn hier mal los und gehen mal komplett über links. Über rechts, meine ich. Vielleicht können wir sie noch abwehren, links, aber ich wag's zu bezweifeln. Nein, jetzt sieht's halt schlecht aus. Jetzt liegen wir 2-0 hinten. Abartig schlecht, aber was willst du machen? Taktik gerade war auf jeden Fall gut. Hätte ich vielleicht den Mage drin lassen sollen oder den Magier, keine Ahnung. Auf jeden Fall gerade verloren gegen Nacha, Kri, Utsumaki, Naruto. Hört sich nach Japaner, Chinese, Asiade auf jeden Fall mal an. Kann man nicht gewinnen, ist klar. Kleiner Witz am Rande. Ich werde auf jeden Fall da noch gewinnen und mir über Nacht eine Ruhe holen. Keine Ahnung, was das für eine sein wird. Auf jeden Fall mit diesem Deck. Das Deck, das ist nicht. Furchtbar. Das ist okay, das hat mein Bruder gespielt. Das werde ich auch nochmal mit aufnehmen. Aber das ist sozusagen gerade mein bestes Deck. Das würde ich auf jeden Fall mal erfahren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Jungs, lasst mir mal ein Like da. Und wirklich, haut auf den Abonnieren-Button. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Ob ihr Challenges oder sowas in die Richtung sehen wollt. Habe ich auf jeden Fall Bock. Habt mir auch richtig krasse Sachen überlegt. Auch mit anderen YouTubern. Das werdet ihr aber noch sehen. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Schönen Tag noch.
limba română se dă răsprință rână. Cu țăranul clasic braț la braț sau de mână. Trage buza peste dinți, fraiere, cam avut pizde ca aia, deci puie bă. Te-am văzut la disco, ești mișto, bineînțeles. Căutai putul G pe GPS. Când aia e la bară, te faci foc și pară. Blocul pentru tine un sap pe verticală. Căci la sală ca un prost fără rost. Un copos nu știe că-mi brac un prost. Când lași geamul jos, băi, ai grijă ce zici. Că te zbor din X5.